Fakt ist, wenn Sie Steuern hinterziehen, schädigen Sie das Gemeinwesen. Das fehlt dann für Krankenhäuser, das fehlt für Schulen, das fehlt für all die wichtigen Dinge, die wir tun. Der Frage gut. Das ist doch eigentlich, ich meine, die Gesetze sind ja so gemacht, dass man sie derart leicht umgehen kann. Also wir hatten ja sie schon. Ja, aber trotzdem ist es doch auch an den Politikern, die Gesetze machen, sie so zu gestalten, dass man nicht Scheunentore für Regierungsmöglichkeiten öffnet. Oder dass, ich meine, letztens, das ist ja sogar in die Presse gekommen, dann eine Beamtin aus dem Finanzministerium die Reichen und Schönen belehrt, die sich da versammeln, was man, also wie man am besten die Änderungen, die jetzt kommen, dann auch wieder gleich umgeht. Das sind doch Zustände, also dass sich da natürlich dann einfach normale Bürger nur noch abwenden und sagen, ja, für wen machen die eigentlich Politik und wer steuert die, wer beeinflusst die, das ist ja sehr verständlich. Und ich glaube, das ist das Kernproblem. Die Gesetze sind so gemacht, dass die wirklich starken Lobbys, die wirklich ganz reichen, wenn sie wollen, sie eben auch umgehen können. Und das ist eben zum Beispiel, macht man damit auch Steuern unpopulär. Also die Erbschaftssteuer ist zurzeit in Deutschland unpopulär. Das hat auch damit zu tun, dass sie wirklich fast nur die Mittelschicht, also ich sag mal, sicherlich keine Armen, klar, aber es ist die Märzmittelschicht, meinen Sie, also mit eigenem Flieger? Nee, also. Die Märzmittelschicht gerade nicht, die zahlt sie nämlich nicht, sondern es sind Leute, gut, wenn sie in Berlin am Stadtrand ein Häuschen haben, dann ist das relativ schnell relativ viel meinen wert. Meinen Sie die Mittelschicht mit eigenem Helikopter? Nein, ich meine wirklich Leute, die deutlich weniger haben, aber meinetwegen auch es gibt Menschen in Deutschland, die haben sehr viel mehr. Da reden wir über Größenordnungen, das sind richtige Riesenvermögen. Und da fällt das Wenigste, da wird so gut wie gar keine Erbschaftssteuer bezahlt. Und das ist eben, das ist der eigentliche Skandal, weil da ist auch nicht Leistung dahinter, sondern Ihre konkreten Pläne für eine Reform der Erbschaftssteuer. Wie hoch wäre das? Wer müsste bezahlen? Also ich finde im Grunde diesen alten liberalen Ansatz, dass jeder für seinen Wohlstand selbst verantwortlich ist und im Wesentlichen auch, sag mal, so leben sollte, wie es seiner Anstrengung und seiner Leistung entspricht, den finde ich richtig. So, das heißt natürlich nicht, wenn jetzt jemand ein Unternehmen erbt, dass man ihm dieses Unternehmen wegnimmt. Um Gottes Willen, wer soll denn das weiter verwalten? Wenn ein fähiger Nachfolger da ist, sollte er das Unternehmen weiterführen. Und dann darf natürlich die Erbschaftssteuer nicht die Substanz dieses Unternehmens schädigen. Aber wir müssen trotzdem gucken, bei vielen Unternehmen ist es eben leider ja nicht so, dass fähige Nachfolger da sind. Sondern dann werden Fremdmanager eingesetzt und dann ist das die Erbschaft des Unternehmens wirklich die Lizenz, für ohne jede Leistung sehr viel Geld zu beziehen. Da würde ich sehr hart besteuern. Und ich finde zum Beispiel einen intelligenten Vorschlag, wie man das zusammenbringen kann. Also dass man nicht die Guten, die wirklich was leisten, schröpft, aber gleichzeitig die eigentlich am Ende wirklich sich nur ins gemachte Netz setzen und ohne eigene Leistung beziehen, dass man die belastet. Ein guter Vorschlag kommt auch aus dem Unternehmenssektor. Da gibt es die Idee eines Verantwortungseigentums. Das würde ich komplett steuerfrei stellen. Wenn Unternehmer sagen, ich organisiere mein Unternehmen in Verantwortungseigentum, das schließt dann nämlich aus, dass das Unternehmen geplündert wird, dass das Unternehmen verschleudert wird, dass das Unternehmen gerupft wird, dann finde ich, da muss auch keine Steuer erhoben werden. Aber wenn einer ein Aktienpaket kauft, was ihm lebenslang ein riesen Einkommen ohne eigene Leistung sichert, und wir haben immer mehr Vermögensrentiers in Deutschland, also wirklich Leute, die in jungen Jahren nur von ihrem Vermögen leben, ohne jetzt selber zu arbeiten, ohne im Unternehmen was zu machen, da würde ich wirklich eine sehr hohe Erbschaftssteuer ansetzen.